Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly und... Ja, was jetzt? Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Plünder den Säbelzahnkadaver. Der ist geplündert. Muss ich jetzt die Dinge, die da drin sind, noch neu wegschmeißen? Oder? Auf jeden Fall war der ein bisschen stressiger als die anderen kleineren Dinger. Okay, und der Tarnschlag hat mir auf jeden Fall schon gut getan. Muss ich das jetzt verscherbeln? Das nehme ich für unterwegs mit. Ja, ja, ich bin gerade ganz happy, dass ich das auf jeden Fall hier noch mit reinkriege. Gerade Medizin, aber... So. Und nu? Was hat er denn hier drin? Okay. Sägezahnherz, Kühlsaft und Draht. Sägezahn. Ist das das Talisman? Draht, okay. Jetzt habe ich vergessen, was es noch war. Kühlsaft, was auch immer fucking Kühlsaft ist. Ich bin froh, wenn ich irgendwie meine Ressourcen da ein bisschen besser managen kann. Kühlsaft. Sieht hier einer von euch Kühlsaft? Jetzt mal ernsthaft. Lohe, Zünder, fettes Fleisch. So, wo? Schockfalle, Sprengfalle. Ah, kann ich nicht herstellen? Ah, das hört sich gut an. Gleich mal herstellen. Nee, dafür brauche ich das ganze Fleisch. Immer her damit. Was sind das für Tränke? Egal. Stellen wir alles her hier. Sehe ich gerade erst, dass ich das jetzt alles kann. Alles klar. Dankeschön. Verderbnis-Gusswurzel. Genusswurzel hatte ich erst gelesen. Tragekapazitäten. Oh mein Gott. Ich sehe das jetzt erst. Ich kann das Ding upgraden. Ich kann jetzt mein Shit upgraden. Das sehe ich jetzt erst. Ja, aber hallo grade ich jetzt hier mal alles ab. Metallgefäß. Mir egal, ich grade hier alles ab. Puh, ich kann auch wieder Tiere töten. Nice. Also. Vorbereitung ist alles. Hier in-game. Ah, Quest abgeschlossen. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Oh. Gute Besserung. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Wer ist Nora? Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauch sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Der Junge hat auch Oberarme, Alter. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Fußbälle. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Und nun? Jetzt erst, dass man mein Inventar upgraden kann. Mein Leben hat sich verbessert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Easy! Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Okay. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube.
Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Mhm. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Aha. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Okay. Werden wir. Großzügige Belohnungskiste? Mhm. Ich bin jetzt, außerhalb des Dings? Ne, ich bin wieder davor, ne? Okay, ich habe einen Fähigkeitspunkt erhalten. Moment, ich habe den einfach so bekommen. Questbelohnung? Moment mal. Ist gerade richtig gesehen. Fähigkeitspunkt. Nice, 2. Okay, was brauche ich noch? Also, Konzentration fand ich ziemlich nice. Der stille Schlag war nice. Schlag von oben. Auch nicht schlecht. Jägerreflexe ist nice. Stille Landung, nice. Schwerlastträge. Bewegt dich schneller mit schweren Waffen. Ich bin die schwere Waffe. Konzentration plus. Schnellladen. I like. Dreifachschuss. Okay, das. Ja, oh nice. 2 und 3 Fälle. Kritischer Treffer plus. Was habe ich hier? Präzision. Leichte Sperrangriffe schlagen wahrscheinlich ja Rüstung und Bauteile ab. Oh, schon nice. Was mache ich denn mit meinen guten Punkten? Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel ist natürlich auch mega geil, ne? Verdoppelt die Kapazität des Bemerkens. Ich brauche das auf jeden Fall. Ja, das ist zu gut, um es nicht zu nehmen, ne? Schlag von unten. Auch geil. Ja, komm. Nehmen wir das. Gott, ich möchte jetzt alle Skillpunkte haben. Okay. Ich habe jetzt hier meinen Medizintrank. Das sind meine... Ah, warte mal. Ich konnte auch noch... Konnte ich nicht auch noch Dinger hier herstellen? Warte mal. Ich sehe schon. Ich werde mich mit meinem Inventar definitiv besser auseinandersetzen müssen. So, die Kiste war schon offen, ne? Ah. Nice. So, bemerkenswerte Belohnungskiste, großzügig. Gratis Probekiste. Oha. Die bleiben immerhin offen. Das finde ich ja schon ganz nice. Die gab es jetzt umsonst obendrauf. Ah, so viele Möglichkeiten. Oh, Alter, Modifikation richtig. Es gibt auf jeden Fall nachher anscheinend mehr Plätze. Aha. Fallen habe ich alle gebaut. Was ist das? Jägerfall. Oh, ich sollte... Oh mein Gott, ich kann 30 Jägerfall jetzt bauen. Nice. Okay, mach mal. Nice. Und? Ach so, ja, genau so. Auf jeden Fall. Erstmal alles herstellen wieder. Für mich. Ah, sehr schön. So. Jetzt muss ich gleich mal checken, was ich überhaupt als nächstes Ziel bekomme. So, was ist denn auf der Karte? Ich soll jetzt nach Hause gehen. Gibt es keine anderen Quests? Mutterherz. Nö. Aber ich bin hier draußen und kann tun lassen, was ich will. Nee, das war der Ausgang, ne? Hier komme ich nicht wieder raus. Ja, genau. Okay, ich muss nach Hause. Dann, na dann. Daddy hier noch? Nope, Daddy ist nicht mehr da. Na dann. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Tiersachen. Wenn wir wieder Tiere über den Weg laufen, müssen wir die umnatzen. Wir brauchen deren fettes Fleisch. Guck mal, da vorne ist Blech. I see you. Mein kleines Wildschwein. Sehr schön. I need the Fleisch. So. Oh, hier. Äh,
Ach, mache ich dich jetzt? Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. What the f- Oh, ich hab Feuerpfeil drin. Oh, Feuerpfeile sind hier richtig geil. Komm zu Papa. Danke. Na, noch jemand, der Streit sucht? Okay, alles sauber. Sehr schön. Endlich mal wieder looten. Ist so lange her. Das hebe ich mir für später auf. Das war ein Fuchs. Nice. Fettes Fleisch, genau das brauche ich alles. Ja, schon gesehen, um meine Taschen abzugraden, brauche ich da Fleisch in der ganzen Zeit. Aber das finde ich cool, dass man die Kapazitäten jetzt, weil ihr seht ja, wie viel es technisch hier gibt, dass man das wenigstens alles nutzen kann. Ansonsten würde ich mich tot ärgern, dass da überall Ressourcen liegen, mit denen ich nichts anfangen kann. Was bist du? Ach, das ist Tok. Aber da vorne ist irgendein Tier. Ein Fuchs! Er hat Wurmbefall! Stoppt ihn! Komm ein schon. Waschbär mit Wurmbefall! Stoppt ihn! Mama. Oh. Oh! Nein, nein. Falsche Taste. Holy fuck! I like Feuerpfeile. Die muss ich mir auf jeden Fall merken. Scheiße, gehen die ab. Okay, wir basteln einfach demnächst nur noch Feuerpfeile. Und der Rest ist mir egal, glaube ich. Geht hier richtig zur Sache. Okay, dann gehen wir zu Russ und dann sehen wir zu, dass die Quest weiter nach vorne schreiben. Speichern. Was mit euch beiden Partyboys eigentlich? Seid ihr zufrieden? Wollt ihr noch irgendwas? Wenn ich mir auch nur vorstelle, dass ich Arana verloren hätte. Danke, Taylor. Gerne, gerne. Ich bin ein gutes Mädchen. Kurz ein bisschen Medizin reindrücken. So, muss ich da oben hin? Muss ich, ja. Habe ich gerade Bock auf Konfrontation? Nein. Checken wir, haben wir irgendwelche Tiere in der Nähe? Nein. Muss er jetzt sich hin? Wo ist der Gubbel? Oh mein Gott, ein Fisch. I need the fish. Bam! Unter Wasser kann man das auch mal. Ja, einfach mal unter Wasser looten. Ja, und eine Libelle. Na, schade. Das ist ein Fuchs gewesen, eindeutig. Fuchs, Waschbär, irgendwie sowas. Ist das ein Hase? Was ist das hier? Das ist ein Waschbär. Wurmbefall! Seht ihr? Der Arme. Sagt das, diese Pestilenz, die nimmt ihr echt aus, Maße an. Oh, sind das Trommel? Nice. Und so, warte mal, wenn ich jetzt hier dabei bin, ne? Das heißt, die kann ich jetzt alle nochmal. Ja, easy, herstellen. Immer her damit. So, was brauche ich hierfür? Fuchsknochen. Schweinsknochen. Kaninchenknochen. Rutanhaut. Fettes Fleisch.
Die Tür. Also, Fuchshaut, Fuchs, Schwein und Kaninchen, ne? Ja, alles klar. Lecker. Lecker, genau. Also, optisch macht das Spiel ja schon was aus, ne? Kann man ja erzählen, was man will. Schon gut geworden. Auch diese Freiheit, wenn man sich so ein bisschen bewegt und so, richtig gut. Ist auf jeden Fall bisher echt ein schönes Spiel. Aloy. Hier bin ich, Papa. Wir müssen reden. Schon wieder. Na gut. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Sollte ich sonst irgendwas anderes tun? Nee, oder? Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Müssen die Damen also nur nah genug, okay? Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Oha. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir, als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Naja. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Was jetzt? Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich brech damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mehr mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Boah, das muss als Vater echt hart sein. Na, Chat, soll ich wieder einen Stein werfen? Ist es das, was ihr wollt? Also ich wäre ja pro, das ist mir egal, ich finde dich trotzdem. Warte eigentlich nur auf den Chat, der... Nee, das ist zu traurig, um einen Stein zu werfen. Ich werde dich finden. Guck mal, Madeleine hier. Die denke ich, genau. Das ist dir zu traurig, Safti, um einen Stein zu werfen. Ich bin begeistert. Der Chat hat sowas wie Emotionen. Ich bin begeistert. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal.
Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Oh, es tut mir schon beim Hinsehen ein bisschen weh. Ah, fuck. Ich verstehe, was man als Vater, also was man, dass er gefühlt das will und so, weißt du? Boah, das ist das Problem, ne? Das können wir Männer dann so schwer zeigen, wenn wir uns dafür entschlossen haben. Aber innerlich zerfetzt ihn das gerade. Weil er das Wohl von ihr einfach über sein eigenes stellt. Nun gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.